Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von MyFishTV. Mein Name ist Tobias Gavrisch und ich werde dich heute durch diese Folge begleiten. Heute wollen wir uns einmal eine ganze Fischfamilie angucken, und zwar die Salmler. Salmler stammen vornehmlich aus Süd- und Mittelamerika. Tatsächlich gibt es mittlerweile über 2200 verschiedene Arten an Salmlern und die meisten kommen eben aus Süd- und Mittelamerika, einige wenige jedoch auch aus Afrika. Der Fisch ist also in Afrika als auch in Amerika beheimatet, allerdings auch nur dort. Salmler existieren beispielsweise nicht in Asien. Salmler gehören zu den reinen Süßwasserfischen. Anders als bei vielen anderen Arten an Fischen kommen Salmler wirklich nur im Süßwasser vor. Es gibt keine Arten in Brackwasser und erst recht keine Arten in Seewasser. Salmler gehören dabei zur Ordnung der Knochenfische, haben meistens runde Schuppen auf dem Körper und besitzen meistens, ich sage das absichtlich, weil es gibt davon tatsächlich auch einige Arten, die davon abweichen, eine sogenannte Fettflosse auf dem Rücken. Die sitzt zwischen der Rückenflosse und der Schwanzflosse. Das ist wie so ein kleiner, ja, fleischiger Fortsatz. Es ist nicht wirklich eine Flosse, weil sie besitzt zum Beispiel auch keine Flossenstrahlen, die sie stützen, sondern es ist mehr so eine Art, ja, Fortsatz am unteren Rücken der Tiere, der aber halt sehr distinktiv ist und man damit viele Salmlerarten sofort identifizieren kann. Außerdem besitzen Salmler viele kleine spitze Zähnchen. Sie haben also auch wirklich Zähne, im Gegensatz zu manch anderen Fischen beispielsweise. Die kleinen spitzen Zähnchen leiten übrigens auch zu einem interessanten Funfact über. Piranhas gehören nämlich auch zu den Salmlern. Und tatsächlich könnte man Piranhas ja auch im heimischen Aquarium halten, wenn man wollte. Wenn du dich jetzt dafür entscheidest, Salmler in deinem Aquarium zu halten, womit musst du denn rechnen? Was sind denn so die Besonderheiten und das Verhalten dieser Tiere im Aquarium? Also erst einmal sind Salmler immer Gruppenfische. In der Natur kommen sie in wirklich riesigen Gruppen vor. Man muss hier allerdings differenzieren zwischen dem Begriff Gruppe und dem Begriff Schwarm. Bei einer Gruppe handelt es sich nämlich um einen Zusammenschluss von Tieren, wo deutlich wird, dass die einzelnen Tiere ein Individualverhalten an den Tag legen können und beispielsweise auch ein eigenes kleines Revier gegen andere Artgenossen der gleichen Gruppe abgrenzen können. Das ist bei einem Schwarm nicht der Fall. Ein Schwarm wirkt immer so wie ein zusammenhängender Organismus. Das kennst du garantiert von diesen riesigen Schwärmen im Meerwasserbereich, wo die Tiere sich halt wirklich als eines bewegen. Also der komplette Schwarm ändert seine Richtung, der komplette Schwarm schwimmt irgendwo hin, schwimmt eine Kurve und man hat den Eindruck, als wüsste jedes Tier genau, was die anderen Tiere denken und es ist wie so ein Kollektivbewusstsein. Sowas gibt es bei den Salmlern auch, allerdings nur in Ausnahmefällen. Ein gutes Beispiel dafür ist der Rotkopfsalmler, der nämlich tatsächlich so ein Schwarmverhalten auch dauerhaft an den Tag legt. Bei den anderen Salmlern, die wie gesagt eher in einer losen Gruppe zusammenleben, kann so ein Schwarmverhalten erzwungen werden, wenn eine Gefahr bereitsteht. Das heißt, ein Salmler schließt sich zu diesem Schwarm zusammen, der dann auch als Schwarm zusammen agiert, wenn Gefahr irgendwo im Becken lauert oder sich der Fisch halt in irgendeiner Form bedroht fühlt, dann kann man dieses Schwarmverhalten auch beobachten. Normalerweise ist es aber eher so eine lose Gruppe und die Tiere schwimmen dann halt auch wild durcheinander. Eine Vermehrung im Aquarium ist durchaus möglich. Die meisten Salmler sind allerdings sogenannte Freilaicher und betreiben normalerweise keine Brutpflege. Das bedeutet auch, dass in einem Artenaquarium das relativ gut funktioniert. Die Erfahrung habe ich auch selber schon machen können mit den Hyphesobrykon melanosticus, mit den blauen Tapajos-Salmlern, die ich selber in einem meiner Aquarien pflege. Allerdings, sobald andere Fische dabei sind, ist es recht unwahrscheinlich, dass noch irgendwelche Jungtiere durchkommen, weil wie gesagt keinerlei Brutpflege besteht und der Laich, also die kleinen Fischeier, mehr oder weniger wild ins Aquarium gegeben werden. Das Zufall ist, wo die gerade hängen bleiben. Und da können sie natürlich auch sehr, sehr leicht von Räubern gefressen werden. Die meisten Salmlerarten sind omnivor oder karnivor. Wie gesagt, die Zähnchen deuten natürlich auch schon darauf hin, dass halt fleischliche Nahrung verzehrt wird. Es gibt allerdings auch herbivore Arten, die also rein pflanzlich leben. Das ist aber auch hier wieder die Minderheit. Wenn dich das soweit anspricht und du dir deshalb jetzt überlegst, den einen oder anderen Salmler in dein Aquarium einsetzen zu wollen, findest du natürlich erst einmal unten in der Videobeschreibung eine Übersicht verschiedener, bekannter und beliebter Salmlerarten. Da kannst du dir das alles nochmal durchlesen und dir da dann auch die ganz konkreten Haltungsempfehlungen für die unterschiedlichen Arten angucken. Denn natürlich kann man nicht alle Salmler über einen Kamm scheren. Es gibt viele kleinbleibende Arten, die beispielsweise auch schon in Aquarien ab 60 cm gehalten werden können. Aber natürlich trifft das nicht auf alle zu. Das heißt, da bist du natürlich selbst gefordert, dir eine Art auszusuchen, die dir einerseits gut gefällt und der du andererseits natürlich auch die richtigen Haltungsbedingungen liefern kannst. Gehalten werden sollten diese Tiere auch immer in der Gruppe. Ich habe es gerade schon betont, das sind Gruppenfische und das bedeutet, 8 bis 10 Tiere ist echt das Minimum, was du in dein Aquarium einsetzen solltest. Je größer die Gruppe, desto wohler fühlt sich auch der Salmler. Natürlich muss auch hier wieder die Gruppengröße an die Aquariengröße angepasst sein, aber so um die 10 Tiere sollten es schon echt mindestens sein.
Und dann, auch wenn man natürlich genauso die Haltungsbedingungen nicht alle über einen Kamm scheren kann, gibt es doch ein paar Gemeinsamkeiten. Da die größte Anzahl der Arten der Salmler aus Südamerika stammt und da aus den Weichwasserflüssen, ist es auch ganz generell so, dass fast alle Salmlerarten weiches Wasser bevorzugen, also eine niedrige KH, und eher saures Wasser bevorzugen, also einen pH-Wert unter 7. Das sind generell Sachen, die viele Salmler ganz generell mögen. Außerdem kommen viele Arten aus den Schwarzwasserflüssen Südamerikas. Und das heißt auch, dass eine zu starke Beleuchtung vielen Arten nicht so gut gefällt. Es ist also nicht unbedingt ein Fisch, der perfekt fürs Aquascaping gedacht ist, wo wir in der Regel ja sehr starke Beleuchtung in stark bepflanzten Aquarien haben. Man kann das so ein bisschen ausgleichen, wenn man beispielsweise Schwarzwasserpräparate zugibt oder aber ein Becken hat mit einer sehr massiven Bepflanzung, die dann zum Teil auch die Wasseroberfläche abschirmt. Beispielsweise Schwimmpflanzen oder sowas wie Lotus, Nymphaea-Lotus, die Seerosen, die ja mit ihren Schwimmblättern auch einen Teil der Wasseroberfläche abdunkeln können. Außerdem ist sauerstoffreiches Wasser wichtig und ganz generell auch eine Bepflanzung. Das Schöne ist, man kann das beide gut kombinieren und hat, wenn man ein Aquarium mit einer kräftigen Bepflanzung hat, automatisch auch sauerstoffreiches Wasser, weil die Pflanzen natürlich während der Photosyntheseaktivität Sauerstoff freisetzen, der den Tieren dann zur Verfügung steht. Die Pflanzen sind dazu da, damit sich die Gruppe bei Gefahr dahin zurückziehen kann und natürlich auch als Laichgrundlage für die freileichende Tätigkeit. Denn auch wenn Freileicher immer so ein bisschen klingt, wie man schmeißt die Eier ins Aquarium, ist es nicht ganz der Fall. Die Fische suchen sich durchaus eine Art Laichsubstrat. Häufig sind das Stängelpflanzen mit sehr feinen, feinfliedrigeren Blättern. Sowas wie eine Myriophyllum oder eine Carbomba ist da eine gute Pflanze, die diese Tiere sehr mögen und auch durchaus als Laichsubstrat annehmen. Wenn du das alles beachtest und deinen Salmlern hier wirklich gute Haltungsbedingungen bieten kannst, dann hast du aber mit den Salmlern auch eine ganz tolle Fischgruppe an der Hand, die einerseits sehr auffällig sein kann, sehr bunt, sehr einfach ein toller Eyecatcher in einem Aquarium sein kann. Andererseits aber auch viele Vertreter durchaus zurückhaltend sind und vielleicht anderen Fischen im Aquarium, die du eher zeigen möchtest, nicht die Show stehlen. Meine blauen Tapajos-Salmler sind ein gutes Beispiel dafür. Ein eher zurückhaltender Fisch, nicht sonderlich bunt. Auf der anderen Seite ebenfalls ein sehr bekannter Salmler ist natürlich der Neon, sei es der rote Neon oder der blaue Neon oder der Neon-Salmler. Alles Fische, die sehr, sehr auffällig sind. Und übrigens auch da etwas, was ich dir aus persönlicher Erfahrung einmal mitgeben kann. Diese Tiere, die durchaus häufig in sehr, sehr vielen Gemeinschaftsaquarien zu finden sind, werden wirklich dann erst besonders auffällig und besonders schön, wenn sie in einem nicht zu stark beleuchteten Aquarium mit Schwarzwasser gehalten werden. Denn dann siehst du ganz häufig nur dieses braune Aquarium mit diesem bräunlichen, bernsteinfarbenen Wasser. Natürlich muss man das mögen, das ist nicht jedermanns Fall, das kann ich auch völlig verstehen, aber das sieht schon toll aus. Und dadurch zieht sich dann eine Gruppe, idealerweise eine möglichst große Gruppe, wenn das Aquarium groß genug ist, dieser blauen Neonstreifen. Das ist ein ganz, ganz fantastischer Look und eine tolle Haltungsbedingung und eine tolle Haltungsform für diese Salmler.